Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, und zwar Farm Manager World. Ja, wir haben uns in den letzten zwei Videos schon mal die europäische Kampagne angeschaut und ich habe insgesamt auch schon 11 Stunden in diesem Spiel verbracht. Ich möchte aber mit euch heute eine kleine Challenge starten, und zwar ich möchte einen Einzelspieler machen und möchte ein freies Spiel starten und sozusagen mal schauen, was wir anwenden können von dem, was wir in den letzten 11 Stunden oder was ich in den letzten 11 Stunden hier gelernt habe. Ich habe das Ganze McManus Farm genannt. Wir werden mehrere Jahre spielen und werden einfach mal schauen, was dann das Endergebnis ist. Wir starten ja sozusagen mit nichts, mit einem Farmhaus, mit ein bisschen Wiese drumherum, und das war's. Guti, es geht los. Wir haben ein Farmhaus, mit dem wir sozusagen anfangen, und wir haben, wie viel Geld haben wir eigentlich auf dem Konto? 2 Millionen. Okay, dann wird es uns aber wirklich, also dann können wir einiges machen, glaube ich. Hier haben wir auch schon den ersten Hinweis, und zwar, dass wir Arbeiter unserem Farmhaus zuweisen sollen. Ich glaube, bei 2 Millionen könnten wir eigentlich fast unser Farmhaus auch schon ein bisschen verbessern. Das Erste, was wir aber jetzt erstmal machen, ist, wir bauen ein Arbeiterlager. Ich glaube, das ist so der Start, mit dem man anfangen sollte, dass man erstmal ein Gebäude für Festangestellte errichtet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dazu kommt aber auch noch, dass nicht nur das Gebäude für Festangestellte, sondern eben auch ein Gebäude für Leiharbeiter oder beziehungsweise für saisonale Kräfte. So, dann würde ich sagen, Gebäude Saisonarbeiter fügen wir auch einmal noch mit hinzu. Das stellen wir auf die Seite, nur ein bisschen weiter abseits. So, okay, dann haben wir die zwei Sachen schon mal errichtet, und ich würde sagen, wir warten erstmal auf deren Fertigstellung. Das Erste, was wir nämlich tun sollten, ist uns einen Arbeiter anstellen, den wir hier in unserem Haus des Inhabers, in unserem Farmhaus sozusagen beschäftigen können. Das Coole ist, es ist auch alles ein bisschen animiert. Das kennen wir ja aus den alten Teilen. Das heißt, hier wird gebaut, hier wird gearbeitet und werden die Gebäude sozusagen errichtet. Was ganz cool aussieht und was auch schön gemacht ist, da kann man echt nichts sagen. Und wichtig ist aber auch, wir haben Elektrizität. Also das heißt, wir müssen unseren Hof mit Elektrizität versorgen und müssen sozusagen auch darauf achten, dass alle Gebäude da eingespannt sind. Ich würde sagen, wir stellen einmal hier einen Strommast hin. Der ist jetzt automatisch natürlich nicht verbunden. Das heißt, wir nehmen uns einmal noch die Stromleitung her und schließen den direkt hier an. So, jetzt hat erstmal alles Strom oder sollte zumindest alles Strom haben, und wir können unseren ersten Festangestellten einstellen. Wichtig ist, wenn ihr jemanden einstellt und wollt diesen nicht auf eine Maschine setzen, dann ist es auch immer wichtig, dass ihr einmal die manuelle Arbeit, die maschinelle Arbeit und Maschine fahren sozusagen ausschaltet. Denn derjenige soll sich ja um nichts anderes kümmern, wie sozusagen hier um seinen Arbeitsplatz. Das könnt ihr im Nachhinein auch wieder anstellen, das ist kein Problem. Aber ich würde sagen, wir weisen hier erstmal den Kollegen einmal zu, den Christian Schulz. Den haben wir einmal jetzt hier eingestellt, und der arbeitet jetzt hier in unserem Farmhaus. Ach, ist es nicht schön. So, da kommt ja der Christian. Guck mal, da ist er. Das ist Christian. Christian, unser erster Angestellter bei uns zu Hause. Super. Lass uns erstmal ein kleines Feld bauen. Wir wissen natürlich jetzt aktuell nicht, wie ist unsere Bodenbeschaffenheit. Hier unten haben wir noch so einen kleinen Reiter. Professionelles Bodengutachten. Da können wir sozusagen unsere Bodenbeschaffenheit einmal begutachten lassen. Die kennen wir jetzt ja leider noch nicht. Und deswegen müssen wir erstmal unser erstes Feld so ein bisschen ins Blaue bauen. Ich würde aber sagen, wir legen unser erstes Feld, ja, wo legen wir das an am besten? Ich würde fast sagen, dass wir hier oben so ein bisschen die Produktion bauen. Erstmal für den Anfang und die Tierfarm, und hier unten vielleicht die ersten Felder zum Bewirtschaften. Da hat man das Ganze auch relativ gut übersichtlich. Dann machen wir hier gegenüber einfach mal das erste Feld. Wir müssen auch, beziehungsweise uns wird auch immer angezeigt, Arbeiter auf dem Feld. Also rechts an der rechten Seite die Größe 0,072 Hektar. Dann einmal wie viel Slots, 20 mal 36 Meter. Und das Ganze benötigt 4 bis 9 Arbeiter. Ich würde sagen, ein Feld von der Größe 4 bis 8 wäre erstmal vollkommen okay. Oder machen wir eher 2 bis 5, 4 bis 8. Ich glaube, wir machen 4 bis 8. Das wäre schon mal eigentlich eine ganz gute und solide Sache. So, dann gehen wir einmal rein. Wichtig ist, dass wir hier die Bespritzung der Fungizide und Pestizide einmal angeschaltet lassen. Das heißt, nicht die Unkrautbekämpfung, sondern eben die Schädlingsbekämpfung. Dass wir manuelle Arbeit sozusagen zulassen. Das heißt, nicht nur mal, also wenn wir jetzt das nicht anklicken würden, dann könnten sozusagen unsere Arbeiter nicht aufs Feld. Dann würden die erst aufs Feld gehen, wenn wir uns einen Traktor kaufen. So, und das Zweite ist natürlich, wir müssen uns etwas auswählen, was auf diesem Feld wachsen soll. Ich würde sagen, wir nehmen eine mehrere Ernte pro Jahr Pflanze.
Und da nehmen wir schwarze Johannisbeere. Stachelbeere ist eigentlich auch ganz nice. Die Kiwi ist ganz nice. Wir müssen natürlich auch immer ein bisschen auf die Temperaturen achten. Ein bisschen auf die optimale Luftfeuchtigkeit achten. Auf den Stickstoffgehalt, also auf den Natriumgehalt. Auf den pH-Wert und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele Sachen, die das meiner Meinung nach hier auch ein bisschen verkomplizieren alles. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, wie es ist. Ich würde sagen, wir nehmen einmal die Stachelbeere, weil die Stachelbeere einfach von minus 2 bis 30 Grad aktiv ist. Die hat nur 50 Tage, bis sie fertig ist. Und dann können wir schon wieder die Ernte einfahren und dann geht das los. So, Stachelbeere ist angelegt. Jetzt müsste zuerst das Feld gepflügt werden und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, stellen wir einmal die ersten Saisonarbeiter ein. Auch hier können wir wieder auswählen bei den Saisonarbeitern, möchten, von welchem Zeitraum wir die beschäftigen möchten. Ich würde die jetzt einfach mal das ganze Jahr beschäftigen, vom 01.01. bis 31.12. Und wir wollen jetzt maximal erstmal 6 Arbeiter einstellen, die sozusagen auf diesem Feld hier erstmal arbeiten können. Wir können das Ganze noch ein bisschen anpassen, indem wir eben die Monatslöhne hier nach oben setzen, plus 25%. Anstatt 900, 990 und so weiter und so fort. Ich würde es einfach mal auf 945 anheben, dass wir ein bisschen mehr zahlen, dass wir schneller Arbeiter finden. Ansonsten meckert er natürlich jetzt hier, dass keine Saisonarbeiter da sind, beziehungsweise auch kein Traktor zum Bewirtschaften. Können wir eigentlich Maschinen schon kaufen? Ach ja, wir können alle Maschinen, wir haben alle Maschinen schon freigeschaltet. Nee, haben wir nicht. Da müssen wir, also die ersten 2 Traktoren können wir kaufen. Leasing können wir noch gar nicht machen, was ja schade ist, weil Leasing finde ich klasse. Und den ganz großen Traktor können wir auch noch nicht freischalten, weil da haben wir bestimmte Schulungen noch nicht gemacht. Ich würde auch sagen, wir starten gleich mal rein in die erste Schulung. Hier sehen wir übrigens mal den Überblick über unsere Angestellten. Dann sehen wir einmal den Überblick über unsere Felder. Da können wir das einmal hier auch noch priorisieren. Wir können, wenn wir die maschinelle Arbeit jetzt hier mal ausstellen, dann seht ihr, dann ist das hier auch weg mit den Traktoren. Nicht genug Arbeiter aktuell. Da müssen wir noch warten. Wenn wir hier die maschinelle Arbeit anstellen, dann wird uns hier auch angezeigt, was für Maschinen wir alles bräuchten, um das Jahr, also um das Feld das ganze Jahr zu bewirtschaften. Ah, hier haben wir auch die Produktion von Samen und Setzling. Jeder, der sich nämlich fragt, wo kriege ich Bio-Setzlinge her, wenn ich Bioprodukte machen möchte. Ja, das ist die Produktion für Samen und Setzlinge. Da kriegt ihr das dann her. Hier haben wir eine Bio-Raffinerie und so weiter und so fort. Da könnt ihr Biosprit machen, eine Räucherei. Und diese ganzen anderen Produktionsgebäude, muss ich aber dazu sagen, habe ich selber noch nicht benutzt und wird eine spannende Geschichte, glaube ich. Was ich aber erstmal möchte, sind... Moment. Oh, wir haben auch genügend Arbeiter jetzt für das Feld. Die kommen nämlich hier schon. Was ich aber erstmal möchte, sind Kühe. Kühe sind eine feine Sache und die werden uns am Anfang auf jeden Fall erstmal ein gutes, solides Einkommen bringen. Und deswegen würde ich sagen, platzieren wir hier erstmal unsere ersten Kuhställe. Ich würde sagen, dass wir vielleicht sogar mal direkt 2 Stück bauen und dann sozusagen die ersten Kühe schon kaufen und das Ganze anschließen. Ihr könnt euch natürlich immer entscheiden, möchtet ihr einen Feldweg bauen, möchtet ihr eine Straße bauen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir auf Straße gehen, weil das einfach auch ein bisschen schöner aussieht. Wichtig ist, dass die Gebäude natürlich immer alle angeschlossen sind an die Straßen, dass die natürlich für die Arbeiter am Ende auch erreichbar sind. So, gut, bauen wir das einmal hier drumherum. Müssen wir mal gucken, ob der Strom reicht für beide Gebäude. Das ist natürlich sehr gut. Guck mal, und hier unsere ersten 4 Arbeiter. Ich würde sagen, wir stocken mal auf 8. Unsere ersten 4 Arbeiter sind jetzt hier schon auf dem Feld und fangen sozusagen an, das Ganze zu pflügen. Ne? Den aktuellen Zustand seht ihr dann auch immer hier. Wir können natürlich dann auch die ersten Traktoren und Maschinen kaufen. Ich glaube, das wird auch ganz spannend. In 3 Tagen ist übrigens auch unsere Forschung fertig. Und unsere Tierlager sind auch schon fertig. Das bedeutet, wir werden einmal noch 2 Leute anstellen müssen. Und zwar spezialisiert auf die Tierzucht. Haben wir leider aktuell niemanden. Das heißt, wir können hier auch gerne mal ein bisschen spulen. Und können sozusagen ein bisschen Zeit vergehen lassen, um am Ende neue Arbeiter hier zu bekommen. So. Wollen wir mal schauen, wann wir mal ein paar neue reinkriegen. So, da haben wir tatsächlich 3 Leute, die wir anstellen könnten für unsere Tierfarm. Das werden wir jetzt auch erstmal machen. Der hier kostet 1138 monatlich. Den stellen wir einmal an. Der kostet 1350 monatlich. Ich würde sagen, stellen wir auch an. Oder die Lady hier, die kostet nur 1078. Gerade am Anfang müssen wir ein bisschen Geld sparen. Ich glaube, dann nehmen wir die Lady. So, dann haben wir noch 2 Angestellte zusätzlich, die wir hier einmal zuweisen können.
und dann sind unsere Tierfarmen auch besetzt. Was wir jetzt machen müssen, ist natürlich einmal Tiere kaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich einmal den sparsamen Weg gehen mit Jungtieren oder eben ihr kauft direkt gleich Milchkühe. Jungtiere würden 5200 kosten und die Milchkühe kosten dann das Doppelte. Die bringen halt sofort Ertrag und sofort Produktion. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal so ein bisschen im Wechsel. Machen einen Stall mit Jungtier und einen Stall mit direkten Milchkühen. Dann haben wir noch ein bisschen Geld gespart und können sozusagen erstmal schauen oder beziehungsweise diese im zweiten Stall hier heranwachsen lassen. Wichtig ist auch, dass wir einmal auswählen, was sollen die zu essen bekommen. Aktuell haben wir leider noch nichts zu essen, was wir selber produzieren. Da müssten wir uns direkt noch ein Feld anlegen. Das werden wir auch gleich machen. Aber aktuell haben die eben noch nichts und das heißt, wir würden einmal reinstarten mit Soja, mit Mais und mit Sorghum. Genau, Soja, Mais und Sorghum. Wir können dann später noch Silage hinzufügen, also Gärfutter oder eben auch Gras, was wir selber produzieren können, was auch super funktioniert tatsächlich und können die dann selber versorgen. Wichtig ist jetzt aber erstmal, dass wir beginnen einzukaufen. Wir müssen erstmal einkaufen, wir müssen uns ein bisschen was von den ganzen Sachen kaufen. Da gehen wir einmal hier unten auf den Markt, kaufen und geben erstmal ein Mais. So, wir wollen, nein, stopp, wir wollen einen automatischen Handel erstellen für Mais. Das heißt, wir wollen, dass es automatisch nachgekauft wird. Und wir wählen erstmal den Maiskolben aus, machen kaufen bis 150, Handelsobjekt hinzufügen. Also das ist dann schon erledigt. Dann einmal noch Sorghum soll, also bis 150 soll eingekauft werden. Und das andere war noch gewesen Soja. Das heißt, Soja müssen wir auch noch anlegen im automatischen Handel. Einmal Soja noch mit dazu, auch einkaufen bis 150 und dann haben wir diese drei Güter erstmal ready. Die werden jetzt automatisch gebracht, werden hier eingelagert und wichtig ist aber, dass damit die in den Tierstall kommen, brauchen wir quasi noch ein anderes Lager und zwar brauchen wir einmal hier so ein kleines Silo. So, jetzt kommt der Kollege hier angefahren, in der Hoffnung, dass der uns jetzt hier die ersten Produkte für unsere Tiere bringt. Schauen wir mal, lassen wir den mal reingehen. Oder hol dir nur ab. Was macht der? Sag's mir. Ah ja, guck mal, der hat jetzt die ersten Sachen gebracht. Mais und Sorghum ist quasi da. Die werden jetzt von dem Arbeiter einmal umtransportiert in das Silo. Und dann holen sich sozusagen die Arbeiter im Tierstall das Ganze auch noch raus. Wichtig ist vielleicht, dass wir uns direkt noch einen weiteren Arbeiter anstellen. Und zwar im Logistikbereich. Das einmal alles ausmachen. Und hier unser Farmhaus gleich. Ach! Effektive Aufgabendelegation brauchen wir. Okay, Moment. Das müssen wir natürlich erstmal noch erforschen. Effektive Aufgabendelegation. Wir brauchen ein Lager und eine Scheune, um das einmal erforschen zu können. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Die Scheune kann nämlich nie schaden. Wir bauen als allererstes mal eine Scheune hier vorne hin. Ich überlege gerade, ob der Platz hier ganz gut ist. Oder ob wir sie vielleicht doch lieber hier rüber bauen. Ich glaube, ich baue sie auf die Seite, dann können wir hier hinten auf jeden Fall, können wir hier noch mit einem Weg lang gehen. Ich glaube, hier müsste noch einen Weg lang gehen, oder? Oder ist das jetzt hier Nee, hier geht noch einen Weg lang. Okay, perfekt. So. Sehr gut. Und was wir noch brauchen, war eine Scheune und was noch? Und ein Lager. Genau. Das heißt, ein Lager müssen wir auch noch bauen. Das ist tatsächlich auch ziemlich wichtig, das Lager. Weil das Lager am Ende dafür sorgt, dass diese ganzen Produkte, die wir sozusagen produzieren, eingelagert werden und dann ja, eingelagert werden und dass wir eben eine Storage-Möglichkeit haben, eine Lagermöglichkeit. So, das würde ich sagen, bauen wir einmal auf die Seite. An der Stelle machen wir mal weiter und erstellen uns ein neues, oder wartet mal, ein neues Feld vielleicht noch nicht. Schulung professionelles Bodengutachten. Das würde ich ganz gerne mal vielleicht in Angriff nehmen. Mal gucken, wann wir das machen können. Felder. Professionelles Bodengutachten. Was brauchen wir dafür? Zwei bestellte Felder und drei Gewächshäuser. Das ist gar nicht so wenig. Bewässerungssystem, fünf Gewächshäuser oder bestellte Felder. Kriegt mal hin. Ansonsten Logistik, fortgeschrittene Transporttechnik, beschäftigen sie mit 10 Meter. Die Tragkraft der Arbeiter des Hauses, des Inhabers auf 400 Kilogramm. Auch eine ganz wichtige Sache. Super wichtige Sache, die wir direkt erforschen werden, weil umso mehr können die transportieren.
Dann würde ich sagen, starten wir doch langsam mal rein in die ersten Gewächshäuser. So, ich glaube, Gewächshäuser sind tatsächlich auch eine sehr, 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 sehr gute Alternative und eine sehr wichtige Sache, gerade im Beginn oder im Aufbauspiel hier, weil Gewächshäuser euch wirklich regelmäßig Güter liefern, die Gewächshäuser immer die gleiche Temperatur haben. Das heißt, ihr könnt das ganze Jahr in den Gewächshäusern eigentlich die Leute arbeiten lassen. Also das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, wo ich das Ganze hinbauen werde mit den Gewächshäusern. Ich glaube aber, wir werden die hier drüben hinsetzen. Wir werden jetzt einfach mal 3 Gewächshäuser bauen. Einpflanzen findet jetzt gerade statt. Das heißt, hier werden sozusagen jetzt die ersten Pflanzen angelegt. Die bestellen sich ihr Saatgut auch selber. Das ist eine coole Sache. Das heißt, die Stachelbeeren, die jetzt hier eingepflanzt werden, die werden automatisch geordert hier im Lager. Das ist auch genau wie Pestizide, Fungizide zum Düngen, also zum Düngen und einmal zum Unkraut bearbeiten oder zum Schädlingsbekämpfung. Das wird automatisch im Lager oder automatisch geordert, ins Lager bestellt, immer die richtige Menge und dann können die das sozusagen hier einmal benutzen. Ich bin sehr gespannt, was der Ertrag hier sein wird insgesamt und würde aber auch mal sagen, damit denen nicht langweilig wird, legen wir einfach schon mal unser nächstes Feld an und zwar würde ich das tatsächlich ein bisschen größer gestalten. Ich würde es tatsächlich auf die doppelte Größe machen oder wir machen es sogar auf diese Größe, aber da bräuchten wir schon wieder Maschinen. Wobei wir eigentlich relativ zeitnah auch mit Maschinen einsteigen können. Ich würde sagen, wir machen noch einmal so ein kleines Feld für 32.000 insgesamt und werden dort anstatt der Stachelbeeren einmal die schwarze Johannisbeere anpflanzen. Die ist nämlich auch ziemlich gut und ziemlich widerstandsfähig und von daher sollte das auch ganz gut passen. Hier machen wir auch wieder händische Arbeit an und maschinelle Arbeit einmal aus. Dann können die sozusagen gleich aufs nächste Feld und können da weitermachen. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, so ein mehrere Stunden Gameplay zu einem knackigen Video zusammengefasst, wo ich quasi einige Stunden in diesem Spiel verbringe, dann schreibt mir erstens gerne in die Kommentare, auf welche Spiele hättet ihr noch Lust, was das betrifft. Und lasst gerne ein Däumchen da, lasst auch gerne ein Abo da. Support ist kein Mod, würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann gehen wir erstmal noch in die nächste Produktion rein und zwar in die nächste Tierproduktion, würde ich sagen. Denn auch ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache hier ist, um hier regelmäßig eine Geldeinnahmequelle zu haben, ist tatsächlich die Fischzucht. Die Fischzucht ist eine feine Sache, das kann ich euch sagen. Fische machen Spaß, Fische bringen Kohle. Fische brauchen allerdings auch relativ viel Platz. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir die einmal hier drüben hin. Und zwar, wo bauen wir die Fischzucht hin? Ich würde sagen, wir fangen mit der Fischzucht einmal hier oben an und bauen auch 2 Gebäude davon. Das heißt, wir haben nochmal 20.000 ausgegeben. Würde ich sagen, wir knüpfen einmal die Straße hier an. An die Fischzucht. So, und müssen natürlich einmal hier auch für Strom sorgen. Was jetzt ein bisschen zum Tragen kommt, und das wird jetzt auch eine spannende Geschichte, ist die Sache mit den Mitarbeitern. Wir brauchen nämlich für die Fischzucht auch wieder Mitarbeiter. Allerdings sind unsere Mitarbeiter nicht mehr wirklich glücklich, wenn sie ziemlich weit weg von ihrem Arbeitsplatz wohnen, was hier unten tatsächlich der Fall ist. Das heißt, diese Mitarbeiter hier, wenn ich hier noch 2 einstelle, müssten dann jedes Mal hier hochlaufen in die Fischzucht und ich glaube, das ist ziemlich uncool und da haben die auch keinen Spaß dabei. Deswegen bauen wir definitiv noch ein Gebäude für feste Angestellte. So, und zwar würde ich euch das empfehlen, direkt hier nebenan zu bauen und dann können wir direkt hier noch einmal einstellen und könnt hier unsere Arbeiter beschäftigen und können auch alles, was dann sozusagen hier im Umkreis noch gebaut wird, direkt die Leute hier wohnen lassen. Unsere Forschung ist mittlerweile abgeschlossen und wir können so langsam mal versuchen, auch ein bisschen die Fahrzeuge mit ins Augenmerk mitzunehmen, denn wir können aktuell noch nicht leasen. Dafür brauchen wir Bankangebote und die Forschung würde ich jetzt ganz gerne mal in Angriff nehmen, sowie die Forschung professionelle Bodengutachten. Allerdings brauchen wir für die professionellen Bodengutachten einmal dieses Feld hier noch bestellt. Das heißt, hier muss der Status angepflanzt sein. Ich habe das jetzt in der Priorität noch mal ein bisschen weiter nach oben geschoben, denn wir haben tatsächlich ein bisschen wenig Arbeiter. Wir könnten jetzt noch mal saisonelle Kräfte einstellen. Da würde ich aber mal ganz kurz auf unser geschätztes Budget schauen. Da sind wir nämlich aktuell
ziemlich gut unterwegs. Wir haben schon 43.900 aus tierischen Produkten, was wir Erträge haben. Was natürlich eine echt geile Sache ist. Achso, hier können wir auch übrigens nochmal die Fische mit hinzufügen. Gut, machen wir mit der Forschung weiter. Ich glaube, wir sollten als nächstes in die Bankangebote gehen. Das bedeutet für uns nämlich, dass wir Leasingverträge annehmen können. Dafür brauchen wir 3 Gewächshäuser, die bestellt sind, und ein Gebäude für Festangestellte. Das haben wir alles. In 5 Tagen ist es dann soweit. Und ich würde sagen, wir kümmern uns mal weiter um unsere Farm, denn ich habe irgendwie Bock auf noch mehr Tiere. Ich habe Bock auf noch mehr Tiere, und zwar hätte ich echt noch Lust auf... Nee, Schweine macht gerade noch keinen Sinn, weil ich mir noch gar nicht sicher bin, was wir mit dem Schweinefleisch dann machen wollen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Alpakas machen auch noch keinen Sinn. Ich bin mir aber, da bin ich mir tatsächlich auch noch nicht ganz sicher. Großer Hof, kleiner Hof, großer Schweinestall, mittlerer Hof, großer Schweinestall. Okay, dann würde ich sagen, starten wir vielleicht mal noch mit der Hühner- und mit der Eierproduktion mit rein. Was ganz spannend werden könnte. Die können wir nämlich hier drüben, oder? Setzen wir die vielleicht, ich glaube, die setzen wir hier oben mit rein. Ich glaube, hier oben könnte das ganz gut sein. So, dann haben wir 1, 2. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Bauen wir 4? Ne, wir bauen erstmal nur 2. Ich würde sagen, wir bauen erstmal nur 2. Wir bauen da 2 Hühnerfarmen. Können wir uns schon mal 2 neue Angestellte suchen. Und zwar auf Tiere spezialisiert. Da haben wir den ersten. Und da haben wir die zweite. Sehr gut, die sind gerade verfügbar auf dem freien Markt. Das ist natürlich Wunderbärchen. Gut, wie sieht's aus? Hier muss angepflanzt werden. Ich hoffe, das passiert jetzt. Die gehen gerade von ihrer Arbeit zurück. Sieht ein bisschen gefährlich aus, was die Jungs hier gemacht haben und die Mädels. Aber ich glaube, die haben das Feld fertig gemacht. Jetzt muss es nämlich nur noch bewässert werden und dann können wir die Ernte einbringen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Gut, unsere Schulung, würde ich sagen, machen wir erstmal fertig und dann sehen wir uns wieder. So, Schulung ist beendet. Hier oben steht's. Erfolg. Wir haben einmal die Handelsverträge abgeschlossen. Das bedeutet, wir können hier jetzt noch mehr hinzufügen. Theoretisch. Oder auch nicht. Warum nicht? Ich wollte doch noch ein paar Handelsverträge machen. Achso, schaltet Handelsmanager frei. Okay, schaltet den Handelsmanager frei. Das haben wir erst gemacht. Wir brauchen mehr automatische Handelsverträge. Das müssen wir aber noch schnell erforschen. Kostet nochmal 2000, ein Lager, kleines Silo und natürlich die Ausbildung hier oben drüber. Dauert aber nur einen Tag und dann passt das. Ich glaube, was wir jetzt freigeschaltet haben, ist das hier, den Handelsmanager. Genau, und der Handelsmanager ist eine sehr, sehr coole Sache, denn da können wir sozusagen Handelspartner, hier haben wir unsere Handelspartner, mit denen können wir sozusagen verschiedene Sachen machen. Und können einfach mal sagen, wir möchten jetzt Gärfutter kaufen. Und dann haben wir hier verschiedene Verträge über Gärfutter, was die uns anbieten. 8000 Kilogramm, 10.000 Kilogramm, 6000, 4000, 2000. Und das Ganze zu einem Preis, der ist hier minus 25%, minus 2,26%. Ach nee, minus 0,25%. Ich würde einfach sagen, wir kaufen jetzt mal hier, weil ich will euch mal eine Sache zeigen. Und zwar, den Vertrag haben wir jetzt einmal akzeptiert. Hier können wir noch zum offenen Markt. Und dann sehen wir, wenn das Ganze hier angeliefert wird. Moment, habe ich das jetzt gekauft? Ich glaube, ich habe das jetzt gekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Eigentlich müsste ich es gekauft haben. Und dann bekommen wir hier Punkte dazu bei unseren Handelspartnern. Und umso besser diese Punkte oder umso mehr Punkte wir haben, umso besser ist unsere Bewertung. Und wenn du einen Handelspartner Ressourcen abkaufst oder verkaufst, der Kauf und Bewertung ist auf Stufe 2 begrenzt. Bewertung steigt, wenn du einen Handelspartner Ressourcen abkaufst oder verkaufst. Der Kauf und Bewertung ist auf Stufe 2 begrenzt. Achso, genau. Und dann können wir eben hier unsere Bewertung verbessern und kriegen dann noch bessere Angebote. Dann haben wir hier drüben noch Verkaufsverträge, die sind auch von unseren Handelspartnern sozusagen und hier können wir den eben Sachen verkaufen, Verträge akzeptieren und den Sachen verkaufen, zum Beispiel 300 Kilogramm Mais liefern, dann kriegt man einen Punkt bei der Geflügel AG. Ich kann euch eine Sache sagen, was ich gar nicht so dumm finde, um das System ein bisschen auszudrücken, guck mal, jetzt ist unsere Silage, unser Gärfutter angekommen, jetzt haben wir hier einen Punkt gekriegt. Um das ein bisschen auszudrücken, kann man nämlich auch Folgendes machen, wenn ihr ein bisschen Cash auf dem Konto habt. Nehmt ihr euch einfach mal her, kauft 300 Kilo Mais, 400 Kilo Hafer, 400 Kilo Sorghum oder Buchweizen und verkauft denen das direkt wieder. Also ihr kauft das quasi auf dem freien Markt einfach ein. Wir können das ja mal machen. Wir kaufen einfach mal Mais. Der wollte 400 Kilogramm. Dann packen wir die mal hier rein.
So, kaufen die, die kosten uns 863. Dann, was wollte der noch? Moment. Das war falsch. So, dann wollte der zum Beispiel noch Hafer und Sorghum. 400 Kilo jeweils und Buchweizen. Hafer, Sorghum, Buchweizen. Und dann können wir nämlich hier einmal noch kaufen. Hafer, 400 Kilo. Kosten uns 958. Dann Buchweizen. Der ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Würde ich jetzt, wenn ich nicht die Kohle hätte, nicht machen. Machen wir aber jetzt einfach mal. Und was war es noch? Ich weiß nicht, was es noch war. So, und Hirse, glaube ich, ne? Sorghum. Genau, auch nochmal 400 Kilo. So. So, und dann kauft ihr die Sachen einmal an. Lasst euch die liefern komplett. Ihr seht, ihr habt ja auch so ein Auto. Das heißt, das ist gerade in Anfahrt. Und dann verkauft er denen das einfach wieder. Akzeptiert sozusagen die Verträge und verkauft denen das wieder. Ich warte mal, bis die Waren eingetroffen sind. Ah, Moment. Unsere Schulung ist auch fertig, sehe ich gerade. Das heißt, wir können direkt mal die nächste Schulung machen. Und zwar Kost für Tierzüchter werde ich jetzt mal einschlagen. Das erhöht nämlich unsere Milch- und Eierproduktion und schaltet die zweite Stufe Hühnerstellung, Gebäude, Schweine, Kühe und so weiter frei. Kostet 8000, dauert auch 10 Tage, ist wirklich eine relativ anspruchsvolle Schulung. Und deswegen starten wir da direkt mal rein, direkt am Anfang. Was wir aber noch machen, fix bevor wir unsere Handelsverträge wieder abgeben, sind automatische Handelsverträge einmal noch für den Karpfen, weil da hat man jetzt extra die Schulung gemacht. Und zwar soll der Karpfen verkauft werden, alles über Null. Und dann kann das im Lager auch nicht mehr verfallen. 1575 Liter Milch haben wir. Da gibt es jetzt ein Problem. Und da habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, was das Problem behebt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt. Aber ich kann es euch nicht zu 100% sagen. Ich weiß es nicht. So, ich will aber erstmal ganz kurz die Ware hier ankommen lassen. So, da kommt gerade unser LKW mit den Materialien, mit den Waren, die wir bestellt haben. Und jetzt müssen wir schnell sein. Jetzt machen wir hier einmal unten auf Stopp. Wir haben nämlich jetzt hier einmal unser Mais, unsere Hirse, unser Buchweizen und unseren Hafer bekommen. Und jetzt gehen wir einmal hier rein und werden hier einmal die Verkaufsverträge akzeptieren. Ich hoffe, die sind soweit noch da. Genau, Hafer, Vertrag akzeptieren, 400 Kilogramm. Dann gehen wir hier auf Menge liefern. Die haben wir nämlich im Lager. Dann gehen wir auf Mais, 300 Kilogramm, Menge liefern. Dann auf Buchweizen, 400 Kilogramm liefern. Und Sorghum, 400 Kilogramm, auch die einmal liefern. So. Und dann können wir das Ganze hier weiterlaufen lassen und dann wird das nämlich abgeholt und wir haben hier richtig gute Punkte gesammelt bei unserer Geflügel-AG sozusagen und sind da direkt schon besser in der Bewertung. So, müssen wir nur ganz kurz warten, bis das abgeholt wird. Guck, zapp, zapp und so einfach kann man das nach oben leveln. Ja, ist eigentlich eine coole Sache, vor allen Dingen kostet nicht viel Geld und ist eigentlich ganz entspannt, wenn man es mal so sieht. Von daher eigentlich eine ziemlich interessante Sache. So, wir haben noch 5 Tage. So lange läuft noch unsere Schulung. Und dann bekommen wir außerdem die besseren Tierställe. Und ich will mal ganz kurz schauen, ob wir das Logistikzentrum jetzt schon freigeschaltet hatten. Nee, haben wir nicht. Wir müssen schnellstmöglich das Logistikzentrum freischalten. Ich weiß nicht, wieso das so ist, wie es ist. Aber die bunkern jetzt hier die Milch im Lager. Und im Lager haben wir ein Problem. Und zwar die Milch wird verfallen früher oder später. Die schaffen es nicht, die Milch hier rüber zu holen in das Haus des Inhabers. Weil nur von dort aus wird das Ganze verkauft. Finde ich ein bisschen blöd. Und ich weiß auch wirklich nicht, woran es liegt. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Aber es ist, wie es ist. Das ganze Problem löst sich dann mit dem Logistikzentrum und wir müssen mal schauen, ob wir das Logistikzentrum eventuell schon erforschen können. Genau, für das Logistikzentrum brauchen wir nämlich die fortgeschrittene Logistikausbildung. Da fehlt uns allerdings noch was und ich weiß gar nicht so richtig was, wenn ich ehrlich bin. Verwässer das Hausbesitzer auf Level Mittel, mittleres Haus, schließe Ausbildung fortgeschrittene Transporttechniken ab. Das haben wir alles gemacht. Allerdings können wir das noch nicht erforschen. Warum? Weil wir wahrscheinlich eine Forschung gerade am Laufen haben. Deswegen sind alle anderen gesperrt. Dauert noch 2 Tage. Was haben wir jetzt hier? In 5 Tagen gehen 150 erfolgende Sorten zur Neige. Kuhmilch. Ja, die werden jetzt aber gleich abgeholt. Und jetzt haben wir nämlich das Problem. Wir müssen uns beeilen wegen der Kuhmilch. Und das nehmen wir jetzt als allererstes in Angriff. So, unser Kurs für Tierzüchter ist einmal abgeschlossen. Das heißt, wir produzieren jetzt noch mehr Milch und Eier. Die werde ich loskriegen. Zumindest die Milch.
und müssen jetzt schnellstmöglich uns hier das Logistikzentrum holen. Also diesen Baum hier nach unten durchzufeuchten, das macht absolut Sinn, weil das Logistikzentrum wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Ihr seht es, sonst habt ihr hier diese Fehlermeldung und die Milch. Guck mal hier, die ist schon nur noch, naja, Haltbarkeit zwischen 7 und 3 Tagen. Dann haben wir hier zwischen 3 und 1 Tagen, weniger als 1 Tag. Also das heißt, uns wird wahrscheinlich ein bisschen Milch flöten gehen. Also da werden wir nicht drum rumkommen. Ein bisschen Milch wird uns kaputt gehen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, schauen wir mal, wie die hier schön mit dem Boot fahren. Übrigens finde ich auch sehr interessant, hier haben wir einen kleinen Wellengang. Ja, könnte aber auch an der Windgeschwindigkeit liegen. Vielleicht weht ja ein raues Lüftchen hier. Man weiß es nicht. Gut, ich erforsche das mal schnell und dann schauen wir weiter. So, wir sind noch nicht ganz fertig mit unserer Forschung. Wir haben noch 3 Tage verbleibend für die fortgeschrittene Logistik. Aber ich will euch mal eine Sache zeigen und zwar finde ich richtig cool. Unser Stachelbeerenfeld ist das erste Mal erntereif und wird jetzt sozusagen von unseren ganzen kleinen Arbeitern hier abgeerntet. Finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt die ersten Stachelbeeren dann auch im Lager, die wir verkaufen können. Gewinnbringend, was uns natürlich auch wieder gut Geld einbringen wird. Ich glaube, das ist ja eine coole Sache irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wenn man so sein erstes Feld erntet, ist dann doch schon was Besonderes. Und ihr seht auch, wie lange das jetzt am Ende gedauert hat. Also es hat schon ein Stückchen gedauert, 1,5 Monate ungefähr, wo man hinkommen muss. Und dazu kommt eben, dass wir sonst, wenn wir jetzt die Tiergeschichte nicht uns aufgebaut hätten, direkt am Anfang, wir absolut keine Einnahmequelle hätten in der Zeit, ne? Weil auch die Gewächshäuser sind noch nicht so weit. 18 Tage, 27 Tage, 40 Tage, das dauert alles noch, ne? Weil bis das erstmal alles kultiviert ist, bis das gedüngt ist, vorbereitet ist und dann aber auch in dem Sinne angepflanzt ist und erntereif ist, da vergeht schon ein bisschen Zeit. Erfolg! Yippie! Schulung beendet! Wir haben endlich die Logistikschulung abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt ein Logistikzentrum bauen. Da gucken wir aber direkt mal, was wir noch machen können. Wir können das Tierarztgebäude freischalten. Ich glaube, das brauchen wir am Anfang noch nicht, denn wenn mit den Tieren mal was ist, können wir auch einen externen Tierarzt rufen. Der kostet ein bisschen Geld, aber mein Gott. Professionelle Bodengutachten. Schalte das Werkzeug der Bodengutachten frei. Und das ist eine wichtige Sache, die sollten wir jetzt erstmal in Angriff nehmen. Da können wir nämlich unseren Felderwert bestimmen. Aber ich sage euch, mit diesem Tool müsst ihr vorsichtig sein. Das kann euch Kopf und Kragen kosten hier in dem Spiel. Das kann richtig teuer werden. Gut, ich würde sagen, wir starten einmal rein ins Logistikzentrum. Das ist nämlich ein sehr, sehr cooles und wichtiges Gebäude hier, was wir unbedingt schnellstmöglich einmal aufbauen sollten und hier ans Laufen bringen sollten. So, Logistikzentrum fertiggestellt. Das heißt, hier brauchen wir auch 2 Mitarbeiter. Und zwar 2 Logistikmitarbeiter. Das ist hier dieser Karton. Oh, haben wir sogar 2 auf dem Arbeitsmarkt. Na, die schnappen wir uns aber direkt. Einmal anstellen, 2-mal anstellen. So, gut. Was die jetzt machen, ist einmal hier ihren Job beginnen. Da sind sie, die 2. Dann schnappen die sich einen Lieferwagen und dann seht ihr hier immer schön, was die hin und her fahren. Das heißt, die werden jetzt die ganzen Waren transportieren und ich hoffe, dass die jetzt die Milch, weil die verfällt nämlich schon, endlich aus dem Lager rausholen, dass die verkauft werden kann. Und wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, vielleicht sind die von der Kapazität hier dann auch einfach ausgelastet, dass man da nichts mehr machen kann. Übrigens, wir haben 1800 Stachelbeeren insgesamt geerntet. Verkaufen. Moment, wo sind jetzt meine ganzen Stachelbeeren hin? Haben die jetzt... Wo sind meine Stachelbeeren hin? Wieso sind denn so viele Stachelbeeren jetzt auf einmal verschwunden? Zur Neige Kuhmilch? Nee, verfallen sind sie auf keinen Fall. So, einmal hier abgeerntet. 1686, so rum war es. 1686. Ach, die werden gerade transportiert. Pudi, es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit, die nächste Schulung zu beenden, denn dann können wir den pH-Wert unserer Felder bestimmen. Da bin ich mal sehr gespannt, auf was für einen Boden wir hier gebaut haben, wie kacki der ist am Ende. Und auch die Schulung ist wieder beendet. Das heißt, wir haben hier unten einmal das Bodenuntersuchungswerkzeug freigeschaltet und könnten jetzt einfach mal unser Feld bestimmen, was wir haben. Bloß, ich sag euch, wie es ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil das kostet einen Haufen Kohle. So, jetzt haben wir hier einmal das Gutachten gemacht. Das heißt, wir haben hier einen Boden. Grün ist Bodenklasse 1, Gelb ist Bodenklasse 2 und Rot ist Bodenklasse 3. Kostet 10.000, wir machen das jetzt einfach mal, weil wir es uns leisten können. Wie gesagt, seid da vorsichtig, das ist nämlich einfach eine ziemlich wilde Nummer hier mit diesem Bodengutachten. Das kostet unfassbar viel Geld. Dann würde ich aber auch sagen, dann passen wir unsere Garage, beziehungsweise dann bauen wir unsere Garage auf der anderen Seite. Und zwar machen wir unseren kleinen Maschinenpark einmal hier drüben hin. Einmal so eine freie Fläche. So. Und einmal eine, beziehungsweise wir werden wahrscheinlich 2 freie Flächen brauchen am Ende.
Dann machen wir das so. Und eine Garage möchte ich auch ganz gerne noch zusätzlich bauen. Ihr müsst natürlich jetzt in dem Umfang, wie ich das mache, glaube ich, ist das für den Anfang nicht notwendig. Aber ich mache das jetzt einfach mal, weil weil wir einfach ein bisschen mehr Kapital auch zur Verfügung haben. So, und dann geht's los. Wir werden mal unsere ersten Maschinen einkaufen. Wir brauchen nämlich, um hier Gras zu bewirtschaften, einmal als allererstes einen Traktor. Da kaufen wir den Rega. Das ist ein mittlerer Traktor. Der ist, glaube ich, ganz gut. Den werden wir leasen für 24 Monate. Kostet uns 2000 pro Monat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei dem Leasing dann, ob der dann uns gehört. Meiner Meinung nach, glaube ich, gehört er uns. Den können wir hier unter das Carport stellen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und dann brauchen wir einmal, beziehungsweise können wir das auch nachschauen. Und zwar einmal für unsere Felder. Gras, wir brauchen, ach du grüne Neune, einen Pflug. Wir brauchen einen Grubber. Wir brauchen einen Miststreuer. Eine Sämaschine. Ach, wir brauchen einfach alles. So, dann werden wir das mal jetzt reichlich einkaufen. Das wird natürlich jetzt eine interessante Sache werden. Moment, wir brauchen einen Pflug. So, den kleinen Pflug, den stellen wir einmal hier hin. Dann brauchen wir einen Grubber. Baumpflanzer, Rundballen, Grubber. Den können wir kaufen. Der kostet nämlich nur 300. Nee, oder 3000. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt waren. So, umparken. So, dass das gleich ein bisschen ordentlich steht. Dann brauchen wir einmal einen Wassertank. Der kostet 3,5, den kaufen wir auch. Den würde ich aber ganz gerne eigentlich in meine Garage stellen, wenn ich ehrlich bin. So, und dann brauchen wir, was hatten wir noch gesehen? Einen Düngestreuer auf jeden Fall. Den kaufen wir auch für 4000. Das ist, glaube ich, ganz, ganz praktisch. Den können wir hier hinstellen. Düngestreuer, was war es noch gewesen? Flüssigdünger, einen Miststreuer für 6300, den würde ich auch einmal kaufen, den packen wir hier drüben. Dann brauchen wir noch, Gott, war das war nicht wenig, ne? Jetzt in der Gesamtmasse eine Sämaschine für Getreide, nee, oder? Bin mir gar nicht sicher, was eine Sämaschine, ein Sammelrechen brauchen wir, also ein Dings für 10.000 würde ich vielleicht leasen, den lies mal. So, können wir hier noch mit hinpacken. Dann brauchen wir noch ein Mähwerk. Das haben wir einmal hier. Das kaufen wir. Ne, das ließen wir auch. Packen es hier einmal rein. Und jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, was wir noch brauchen. Weiß ich gar nicht mehr so richtig. Also, Sämaschine für Getreide. 6,5 können wir kaufen. Packen wir hier mit rein. Und Feldspritze leasen wir auch. Die kostet nämlich mal ganz schneckige 24.000. Und dann noch einen Sammelwagen. Sammelrechen? Nee. Dann war es vielleicht ein Ladewagen? Ladewagen. Der kostet auch 18.000. Den leasen wir auch. Ist natürlich, da wird jetzt bei uns, wird natürlich auch reichlich Kosten abgehen. Ich würde wahrscheinlich die Sämaschine, weil sie einfach wertvoll ist, hier auch einmal in der Garage parken. So, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Da haben wir hier schon mal ein bisschen Ordnung und Sauberkeit und haben schon mal die wichtigsten Sachen. Jetzt brauchen wir aber einen Maschinenführer. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen jemanden, der sich um die Maschinen natürlich kümmert. Ich würde sagen, den stellen wir einmal hier ein und dann gehen wir hier einmal auf Traktor. Haben wir hier die nette Dame. Die sieht vertrauenswürdig aus. Dann nehmen wir die doch. Gut, unser Traktor ist einmal hier auf dem Feld unterwegs und kultiviert. Trotzdem muss man dazu sagen, wir haben ein bisschen wenig Feldfläche für die Maschinen, die wir haben. Also ich glaube, wir können bedeutend mehr bewirtschaften und deswegen sollten wir auch uns unbedingt noch ein neues Feld anlegen und sollten quasi auch in die Richtung das Ganze weiter ausbauen. Wir haben nicht nur die Maschinen, sondern wir haben eben auch die, also die Kapazitäten dafür und deswegen würde ich sagen, hasseln wir hier mal rein und packen ein Feld einmal hier auf die Seite. Da kriegen wir nämlich auch noch einen ziemlich geilen Bonus, was das Feld insgesamt haben sollte vom Bodenparameter. Wir haben noch nicht den gesamten Bodenparameter hier erforscht. Deswegen nehmen wir das mal noch mit dazu. Kostet nochmal 3700. Und dann haben wir hier Feldklasse 1 insgesamt erstellt, was ziemlich cool ist. Legen hier noch eine Straße an. So,
einmal hier drauf und einmal hier drauf. Und dann können wir gerade, wo die pH-Werte nicht so gut sind, hier noch andere Logistikgebäude hinbauen oder sonstiges. Beziehungsweise hier könnte man auch noch ein Feld reinpacken. Also das würde wahrscheinlich auch noch ganz gut funktionieren. Beziehungsweise einmal hier würde ich vielleicht sogar noch ein Feld anlegen. Das sieht eigentlich auch noch ganz solide aus. So, haben wir zwei neue Felder geschaffen. Was wir hier noch brauchen für die Maschine, also was wir hier, um das Ganze maschinell zu machen, was wir dazu brauchen, ist ein Mähdrescher, einen Anhänger und ein Getreideschneidwerk tatsächlich. Und hier brauchen wir noch eine Präzisionssämaschine. Dann würde ich sagen, kaufen wir das als allererstes mal ein. Und zwar Präzisionssämaschine. Einmal das gute Stück für 5000. Die können wir einmal festkaufen. Packen die hier noch mit rein. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Mähdrescher. Oha, 300.000 für einen Mähdrescher. Der kostet uns 13.750 im Monat. Das ist natürlich eine Ansage. Das ist natürlich ein dickes Brett. Da müssen wir mal gucken. Da würde ich vielleicht mal noch warten mit der Anschaffung auf jeden Fall. Und ja, da schauen wir mal. So, was brauchen wir hier noch? Einen kleinen Anhänger brauchen wir dann noch. Und was brauchen wir hier noch? Hier brauchen wir auch noch einen kleinen Anhänger. Dann würde ich tatsächlich erstmal den Anhänger noch kaufen. Und würde dann den Mähdrescher vielleicht später holen. Da müsste eben, ja, da muss man eben vorher schauen. Kastenanhänger. Genau, Kastenanhänger, der kostet 8000. Den kaufen wir einmal. Da müsste er eben vorher immer ganz genau schauen und gucken, was er eben braucht, auch für Fahrzeuge, um das Ganze zu bewirtschaften. Weil das kostet natürlich auch gut Geld dann. So, wir können jetzt die Personalverwaltung einmal freischalten. Wir haben nämlich 5 Gewächshäuser oder bestellte Felder. Das passt jetzt für 10.000 insgesamt. Das heißt, es wird addiert. Also entweder 3 Gewächshäuser, 2 Felder oder 2 Felder, 3 Gewächshäuser oder je nachdem. Also das wird alles zusammen addiert. Und ihr braucht 5 Stück insgesamt. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben auch schon wieder eine Ernte. Beziehungsweise können wir am Markt auch schon wieder verkaufen. Und zwar Gurken haben wir. Sehr gut. Und Pak Choi. Für 10.000 ist er rausgekommen aus dem Gewächshaus. Das ist natürlich eine super geile Sache. Jetzt läuft aktuell die Gurken. Ernte, ne, die ist auch schon wieder abgeschlossen. Sehr gut. In einem Tag werden auch schon wieder die Erdbeeren geerntet, was natürlich auch super ist. Perfekt. Also, das läuft alles. Das läuft alles und läuft und läuft und läuft. Sehr, sehr schön. Wenn die Schulung vorbei ist, werden wir erstmal die nächste Schulung machen, dass wir mehr Land kaufen können. Also, dass wir uns mehr Land errichten können. Dass wir ein bisschen mehr Platz haben, um uns auszudehnen. Aber was brauchen wir für eine Bio-Schulung oder beziehungsweise für Bioprodukte? Und das ist eine spannende Sache tatsächlich. Die eigentlich ziemlich interessant ist. Ich weiß nur nicht, ob sie notwendig ist. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Weil wir brauchen hier dieses Gebäude, Produktion von Samen und Setzlingen. Und dieses Gebäude, sage ich euch, wie es ist, ganz einfach, dass es ein bisschen schneller geht, baue ich jetzt zweimal. Das passt nämlich genau hier rein. Ich würde das jetzt einfach zweimal bauen. Das ist auch echt nicht ganz, ganz billig, aber wir haben halt gerade die Kohle, kostet nämlich 95.000 und zusätzlich auch noch 500 pro Monat. Aber bringt uns folgenden Vorteil, und zwar wir können dann Bioprodukte oder beziehungsweise Biosetzlinge herstellen. Und die müssen wir selber herstellen, weil wir können Bioprodukte oder Biosetzlinge nicht kaufen. Wir können zwar Fungizide kaufen und Insektenvernichter und solche und Unkrautvernichter und alles, aber leider eben keine Setzlinge. Und dafür brauchen wir diese Produktionen. Nützt nichts. Müssen wir machen. Brauchen wir auch direkt schon wieder neue Angestellte, die wir nicht einstellen können, weil wir am Limit sind. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal die Forschung vorantreiben, dass wir hier vorankommen. Wir sollten auch als nächstes unbedingt das Kühlhaus freischalten. Und wir können jetzt aber erstmal mehr Land kaufen. Also das ist, glaube ich, erstmal eine wichtige Sache. 36.000 kostet uns das. Das würde uns 37.000 kosten und das auch nochmal 37.000 kosten. Deswegen würde ich sagen, wir erweitern unser Land erstmal. Es ist schon krass. Ne? Das ist schon wirklich cool, was man hier jetzt noch machen kann und wie weit man sich quasi ausdehnen kann. Was ich jetzt mal ganz gerne machen würde, ist, ich würde mal schauen, wie es hier bei den Feldern aussieht mit dem pH-Wert. Das heißt, hier drüben können wir ja auch nochmal ganz kurz den pH-Wert bestimmen. Der wird wahrscheinlich, oder beziehungsweise die Feldqualität bestimmen, wollte ich sagen.
Sieht eigentlich ganz schnieke aus und generell sieht es hier in dem Bereich ganz gut aus. Zap, zap, rap. Sehr gut. Hier können wir auch nochmal eine Straße einmal rundherum bauen, dass die Felder gut eingeschlossen sind. Ich finde, das sieht immer ganz gut aus. Das können wir lassen. Und dann würde ich sagen, legen wir uns das nächste Feld an. Und zwar in dem Bereich hier. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Feld. Sieht ganz schick aus. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns das einmal und schauen mal. Ich gucke mal, was wir hier anbauen können. Ich glaube, was ziemlich gut und widerstandsfähig ist, wäre der Spinat. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil wir haben 5 bis 25 Grad. Stickstoff 100 bis 150 und 6 bis 7 pH-Wert. Dann würde ich sagen, machen wir das einmal. Dann machen wir hier 125 und machen hier einmal 6,44. Das passt eigentlich. Das passt eigentlich richtig gut. Ich hätte mal Lust auf einen Stall mit Schweinen. Eine Schweinezucht haben wir doch gar nicht. Und zwar, wartet, lasst mich mal ganz kurz nachschauen. Eine mittlere Schweinezucht hätte ich ganz gern. Das ist die mittlere Schweinezucht. Dann packen wir die doch mal hier rein. Dann würde ich sagen, lasst uns hier mal eine mittlere Schweinezucht aufziehen. Einmal. Zweimal. Und einmal die Straße hier. So. Hinzufügen. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, was wir für die Schweinezucht alles brauchen. Jetzt geht es auf jeden Fall mit der Kohle gut nach unten. Hier müssen wir noch Personal einstellen. Da müssen wir mal ganz kurz schauen, ob wir... Komm, krieg mal hin. Einstellen. Einmal für Tiere. Haben wir niemand. Oha, das ist aber eine wilde Nummer. So, Schweinis können wir aber auf jeden Fall schon mal 16 Stück kaufen. Auch wenn wir noch kein Personal haben, aber das sollte eigentlich gleich kommen. Und dann sollten wir eigentlich direkt... Achso, Moment. Für die Schweine können wir einmal auswählen. Einmal Mais, Soja, Sorghum und... Das war's. Mehr braucht man nicht. Mais, Soja, Sorghum. Da sind die, glaube ich, ganz zufrieden. Okidoki. Dann brauchen wir Mitarbeiter. Anstellen. Für Tiere. Okay, hier haben wir schon die erste Mitarbeiterin. So, bitte einmal rein in den Schweinestall. Wir brauchen aber natürlich noch mehr. So, der erste Schweinestall sollte jetzt gleich anlaufen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so genau, was man mit den Schweinen machen kann. Gut, weiter geht's. So, ich habe mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe hier noch ein Haus für Festangestellte gebaut und habe hier noch zwei Fischzucht gebaut, weil so langsam gehen wir auch in die Richtung, uns mit der Produktion weiterzuentwickeln und zu tun und zu machen. Woran fühlt's hier? Moment. Okay. Ich glaube tatsächlich... So langsam müssen wir auch unseren Logistikbereich ein bisschen upgraden. Guti, die nächste, die Wasserpumpen sind auf jeden Fall einmal erforscht. Und jetzt sollten wir mal schauen, wie es mit Produktion aussieht. Und zwar erweiterte Lebensmittelverarbeitung, Erweiterung Lebensmittelkonservierung, Milch. Warte mal, wir brauchen für die Schweineproduktion, beziehungsweise für die Verarbeitung von Schweinen, Produktion, Mühle, Räucherei, Schlachthof. Brauchen wir einmal Milch- und Fleischindustrie und erweiterte Lebensmittelkonservierung für Räucherei. Gut. Das ist erstmal eine wichtige Sache. Produktion, Fleisch, Milch- und Fleischindustrie. Besitze zweimal mittlerer Stall. Das ist interessant. Besitze zweimal mittlerer Schweinestall. Mittlerer Stall. Das heißt, wir müssen noch einen mittleren Stall bauen. Okay. Milch- und Fleischindustrie. Dann müssen wir noch einen Stall bauen für Kühe, einen mittleren Stall. Zusätzliche Arbeitsstation. Das ist aber nicht schlimm. Wir können nämlich hier schon einmal... was macht das? Stufe 3 Gebäude für Schweine frei. Okay. Felder. Produktion. Obst. Erweiterte... Konservierung, genau. Lebensmittelkonservierung. So, da würde ich sagen, gehen wir erstmal rein, denn das ist eine ziemlich wichtige Sache. Dort können wir nämlich einmal Räucherfisch dann herstellen und der bringt uns natürlich bedeutend mehr. Ansonsten wird hier unser Biosaatgut aktuell noch gebracht und gebaut. Wir haben auch die Grasernte mittlerweile eingefahren. Wir haben auch wieder Stachelbeeren und 30.000 Gras ist anscheinend zusammengekommen. Stachelbeeren können wir erstmal verkaufen und
Moment, haben wir hier in der Scheune einmal 5000 Gras eingelagert? Ja, hier sind aktuell noch 25.000 drin. Die werden jetzt aber vom Logistikunternehmen einmal hier rüber transportiert. Gut, ich kann euch nur so viel sagen. Forschen, forschen, forschen ist die halbe Miete hier. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube tatsächlich, dass wir unsere Verträge hier ein bisschen hochnehmen müssen. Beziehungsweise, die kriegen das gar nicht mehr hin und her transportiert alles so richtig. Aber die sind eigentlich aktuell ganz gut versorgt. Wir brauchen tatsächlich einen zweiten Kuhstall. Und ich glaube, jetzt ist es wirklich an der Zeit, einmal die Kühe komplett hier zu verkaufen. Oder, Moment, stopp. Wir behalten unsere Milchkühe. Wir bauen einen zweiten Kuhstall für die Rinder. Es wird tatsächlich Zeit, dass wir uns jetzt einen Mähdrescher leasen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Wir brauchen leider Erntetechnik an der Stelle. Und ja, es nützt nichts. Was kostet der? 300.000? Der kostet 400.000. Oh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Leasing 13.750 im Monat. Ich glaube, das ist eine ganz solide Sache. Oha, jetzt weißt du auch, warum wir einen zweiten Dings brauchen. Der braucht nämlich erstmal den gesamten Platz hier. So, und dann brauchen wir natürlich auch noch Schneidwerke. Was kann der denn anhängen überhaupt? Einmal das Schneidwerk, das kostet 2000. Das können wir tatsächlich kaufen, das wäre nicht das Problem. Und parken das einmal hier. Und wir brauchen aber dadurch, dass wir Mais angebaut haben, natürlich auch das andere Schneidwerk. Für Mais. Das kostet 4500. Und das kaufen wir auch noch. Und parken das einmal hier. So, und dann haben wir eigentlich hier unser Maschinenpark schon ganz gut vollgestopft. Was wir erforscht haben, aber noch nicht gebaut, ist eine wichtige Sache. Und zwar, Moment, einmal die Reparaturwerkstatt. Die können wir nämlich jetzt, also die Werkstatt des Mechanikers. Die können wir nämlich jetzt auch errichten. Und das ist eine ziemlich wichtige Sache eigentlich. Deswegen würde ich sagen, bauen wir die einmal hier rein oder hier direkt hier vorne hin. Ich glaube, wir bauen die direkt hier vorne hin. So, einmal dorthin, denn ich würde ganz gerne hier noch eine Straße einmal errichten, dass die Wege kurz gehalten werden und dann passt das. So, gut, theoretisch sollte jetzt gleich unsere, was forschen wir gerade? Lebensmittelkonservierung, gut. Das ist gleich fertig. Was wir jetzt machen können ist, wir haben noch keine Pumpe gebaut. Achso, Moment. Ich glaube, wir müssen hier diese Pumpe einmal bauen. Genau, wir müssen erstmal generell diese Pumpe bauen. Da müssen wir mal gucken, dass die alle Felder soweit beinhaltet. Das gefällt mir besser. Sehr gut. Dann bauen wir einmal diese Pumpe. Die braucht einmal natürlich, wie soll es anders sein, Strom. Wo können wir den anschließen? Einmal hier drüben vielleicht oder einmal hier drüben. So, genau. Und jetzt können wir tatsächlich unsere Felder einmal mit Pumpen ausstatten. Und die sind nicht ganz billig. Also so ein kleines Feld hier kostet 6.400. Und so etwas größere Felder hier, die liegen tatsächlich dann schon bei schnell mal 20.000 Euro. Das ist eine Hausnummer für die Pumpengeschichte. Ich würde aber trotzdem jetzt erstmal größtenteils die Felder mit Pumpen ausstatten, weil es einfach sich lohnt von der Bewässerung her und wir das Geld aktuell haben. Ich glaube, das Feld wird richtig reinreißen. 36.000, herzlichen Glückwunsch. Okay, Forschung ist durch. Das bedeutet, wir werden einmal weiter forschen und zwar Produktion Obst- und Gemüseindustrie. Nein, Fleisch- und Milch- und Fleischindustrie. Schaltet Molkerei und Schlachthof frei. Und genau da wollen wir hin. Wir wollen nämlich den Schlachthof. Gut, was wir jetzt... Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt hier die Räucherei einmal freigeschaltet? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ah, wir haben die Räucherei. Sehr gut. Gebäude zum Räuchern von verschiedenen Nahrungsmitteln. Sehr gut. Oh mein Gott, wir können hier auch Hühnchen und... Oh mein Gott, man kann nicht nur Fische räuchern, man kann auch andere Sachen räuchern. Das ist natürlich eine spannende Angelegenheit. Nur leider ist die Räucherei so groß, dass wir sie hier nicht reinbringen. Ich glaube, dass die Räucherei ganz gut hier aufgehoben wäre. So, jetzt wird's spannend, Leute. Unsere Räucherei, das heißt, unsere erste richtige Produktion ist fertig. Und ich würde sagen, dafür brauchen wir auf jeden Fall erstmal Angestellte. Für Produktionen. Und zwar einmal, zweimal... Dreimal, genau.
Und was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, wir wollen unseren Fisch räuchern. Und zwar wollen wir räuchern einmal unsere Forelle. Ich glaube, unsere Forelle wäre ganz gut. Ja, doch, Forelle habe ich Bock drauf. Da machen wir jetzt einen schönen Räucherfisch draus. So, perfekt. Oh, wir haben eine Gebäudestörung. Na, jetzt wird es ja spannend. Leute, wir haben eine Gebäudestörung, die wir einmal beheben müssen. So, ansonsten Maschinen im Einsatz, Kastanlänge. Nee, ansonsten ist das eigentlich alles nicht genügend Forellenfleisch. Nö, das passt eigentlich alles. Ansonsten ist das eigentlich eine easy Nummer. Ich weiß nur nicht, warum die den Drecher nicht nehmen und raus aufs Feld fahren. Ich kann es euch nicht sagen. Wir haben hier noch eine frei. Die will aber nicht ernten. Warum nehmen die nicht den Drecher und fahren aufs Feld und ernten das? Ernte einbringen. Warum? Ich weiß es nicht. So, wir haben es tatsächlich noch geschafft, unseren Drecher in Gang zu kriegen. Er hat, oder beziehungsweise unsere Dame hat sich dann doch noch überlegt, dass sie mit dem Mähdrecher hier mal losfährt. Und jetzt fahren wir erstmal eine richtig schöne, dicke, fette Sojaernte ein. Oh, da freue ich mich drauf. Sehr, 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 sehr gut. Das wird natürlich jetzt erstmal eingelagert. Was ganz spannend wäre, ist, wie viel, oder beziehungsweise, ach so, klar, der muss natürlich auf einem freien Traktor warten, mit einem Anhänger, dass er natürlich abbungern kann. Das ist natürlich auch wild. Okay, das hatte ich nicht bedacht, stimmt natürlich aber und macht natürlich auch am Ende Sinn. Leute, hier wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Wir haben schon wieder, ich habe ein paar Schulungen schon wieder gemacht. Ein oder zwei Stück, ich bin mir nicht sicher. Ich will nur mal ganz kurz schauen, was wir aktuell noch machen können. Weitere Handelspartner, Straßennetzausbau, zweispurige Straße. Ja, ist jetzt auch nicht so der Reißer. Personal, Logistik, große Maschinen brauchen wir aktuell noch nicht. Produktion, dann würde ich sagen, dann machen wir einfach mal die erweiterte Lebensmittelverarbeitung. Ich glaube, das könnte eine spannende Nummer werden. Und wir haben 392.000 auf dem Konto und ihr alle wisst natürlich, was das bedeutet. Der Schlachthof. Wir werden den Schlachthof bauen, meine Lieben. Und zwar, glaube ich, tatsächlich werden wir den Schlachthof hier drüben hinsetzen. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, ich glaube, wir werden den nicht hier drüben hinsetzen. Ich glaube, wir werden den Schlachthof... Ja, Misty, wo bauen wir den Schlachthof hin? Das ist eine spannende Frage. Wo bauen wir den Schlachthof hin? Ich glaube tatsächlich, wir bauen den hier direkt neben die Räucheranlage von den Forellen. Und da ist sie, unsere Fleischproduktion, unser Schlachthof. Und der braucht natürlich im optimalen Fall auch wieder 4 Mitarbeiter. 2 habe ich mir schon gesucht. Und ich glaube tatsächlich, ja, es sind sogar noch 2 verfügbar. Das heißt, wir werden die erstmal noch einstellen hier. Dann ist der voll besetzt. Und der soll verarbeiten. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir alles machen können. Das habe ich nämlich selber noch nicht gemacht. Oha! Schweine. Schweine ist, glaube ich, ziemlich cool. Der soll Schweine verarbeiten. Und jetzt muss ich aber mal ganz kurz was gucken. Haben wir hier... Hier haben wir die Fleischkühe drauf. Okay, dann können wir aber einmal hier Folgendes machen. Und zwar, die können wir erstmal alle verkaufen. Und kaufen hier Milchkühe, weil wir die zweite Produktionskette beim Schlachter noch nicht freigeschaltet haben. Ich wusste nicht, dass man das tatsächlich noch freischalten muss. Das ist ziemlich aufwendig. Und dann müssen wir noch gut forschen und müssen auch insgesamt 5 Produktionen bauen. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz schauen. Der braucht Tiere. Wo bekommt der Tiere her? Ich glaube auch aus dem Lager im Endeffekt. Das könnte, warte mal, Schweine? Jetzt ist die Frage, wie bekommt der mittlere Schweinestall dorthin? Oh, wir hätten den, glaube ich, in dem Radiusbereich bauen sollen. Obwohl das ganz knapp im Radiusbereich ist. Ja, jetzt wird's spannend. Wir können nämlich Schweine natürlich nicht einlagern. Das ist natürlich das Hauptproblem. Ich spule mal ein bisschen. Mal gucken, was passiert. Okay, was man natürlich noch machen muss, wir müssen natürlich hier einmal anwählen, dass die Schweine aus dem Stall dorthin transportiert werden soll. Nimm 16. Jetzt ist natürlich die Frage, macht das Sinn, dort 16 Schweine rauszunehmen? Oder macht das keinen Sinn? Ich würde tatsächlich das erstmal maximal auf die Hälfte setzen und würde mal schauen, ob jetzt die Sachen hier runter transportiert werden. Genau. 8, 8.
Und jetzt müssen wir mal gucken, ob die jetzt hier die Schweinis abholen und quasi runter transportieren zu uns. Perfekt, das hat funktioniert. Die ersten Schweine sind eingetroffen. Sehr, sehr gut. Ihr seht, wir haben 16 Schweine jetzt insgesamt hier drin. Moment, hier oben steht's. Oder 12 sind es jetzt noch. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie schnell die Schweineställe hier nachproduzieren. Das ist natürlich auch eine spannende Sache. Was ist das denn für ein Zeichen? Oh, die machen jetzt... Oh mein Gott, die machen jetzt Liebe. Und aus der Liebe wird... naja, ihr wisst schon. Okay, das ist natürlich eine wilde Sache. Sehr, sehr cool. Immer 4 Schweine bringt 450 Schweinefleisch. Jetzt gucken wir mal, was uns das Ganze am Ende auf den Markt bringt. 200 haben wir schon. 3700. Okay, das ist nicht ganz so viel. Ich würde sagen, wir verkaufen erstmal wieder unsere Forelle. Wir können unseren Pak Choi natürlich auch noch verkaufen. Einmal 400 Schweinefleisch. Naja, doch, das wird es schon bemerkbar machen, glaube ich. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie schnell die Schweine nachproduzieren. Ne? Ich habe hier übrigens hier drüben noch mal ein Stück Land gekauft, weil ich Angst hatte, dass das Ganze hier nicht funktionieren wird. Wobei ich jetzt auch nicht so richtig verstehe. Nicht genügend Ressourcen, Schweine. Schlachthof 1, nicht genügend Ressourcen, Schweine 13 Stück. Okay. Müssen wir mal sehen, dass wir das vielleicht, oder wie schnell das eben geht, dass die hier neue nachproduzieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir bedeutend mehr Schweineställe brauchen, wenn wir das komplett auslasten wollen und das komplett die ganze Zeit laufen soll. Ich glaube, das ist schon eine interessante Sache. So, es ist was Spannendes passiert, beziehungsweise es gibt was Spannendes. Und zwar habe ich das ein bisschen falsch verstanden hier. Ich habe gedacht, ja, die machen Liebe und vermehren sich, aber wir müssen einmal den Tierarzt rufen und dann wird das Ganze quasi wieder aufgedoppelt. Und das ist natürlich für uns jetzt auf jeden Fall, übrigens, ich erforsche gerade die zweite Produktionslinie für diese Produktion hier, was eine ziemlich coole Sache ist. Das heißt, wir könnten dann wieder diese zwei Fischzuchten auf Forellen gehen. Nicht auf Forellen, sondern auf Karpfen und könnten diese auch noch räuchern. Und wir könnten hier zusätzlich auch noch Rinder mit reinführen in die Zucht, beziehungsweise eben auch Enten oder sonstiges, ne? Also Wachteln, was auch immer. Können wir alles Mögliche machen. So, wir könnten den Winter jetzt theoretisch überspringen, aber dazu müssen unsere Maschinen erstmal aufhören mit Arbeiten. Ja, wir haben natürlich jetzt die Warnung, dass nicht genug Schweine da sind und wir sollten dringendst einmal erforschen den Tierarzt, dass wir den jetzt erbauen können, weil jetzt ist er wirklich vonnöten, weil der soll unsere Schweine natürlich immer vermehren. Dann macht er das automatisch und dann passt das auch. So, wir sind soweit und können den Winter tatsächlich überspringen und würden dadurch in 82 Tagen 1,15 Millionen Euro verdienen. Sehr, sehr gut. Das machen wir natürlich. Wir sind jetzt direkt im Metz gelandet. Wir haben den Winter einmal übersprungen und ja, sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Ich würde sagen, Schweinis, das passt alles. Sprießt der Frühling, das heißt, die Ansaat beginnt wieder. Wir haben aber hier auch noch ein paar Produkte, zumindest hier den Räucherfisch, den wir einmal verkaufen können. Unsere Forschung ist abgeschlossen. Das heißt, wir können hier eine zweite Produktionslinie einmal auswählen. Wir können natürlich hier auch noch verschiedenste Sachen räuchern, nicht nur die Forelle, aber ich würde sagen, wir packen das erstmal wieder um hier und verkaufen einmal unsere Forellen und nehmen Karpfen. So, einmal die Produktion hier, zack, zack und zack, sehr gut und hier die werden wir auch einmal alle verkaufen. Also die Räucherei ist der absolute Wahnsinn, Leute. Die Räucherei ist wirklich der absolute Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht, aber die hat sich gelohnt. Wahnsinn. Natürlich mit Schweinen das Ganze auch. Wir haben wieder 15 Schweine drin insgesamt. Wir haben jetzt den Tierarzt erforscht, den wir eigentlich theoretisch bauen könnten. Wir hätten natürlich auch mal den Imker bauen können. Das kommt auch noch mit dazu. Wo haben wir Tierklinik, Tierarztschulung. Warum ist die Tierarztschulung noch nicht erforscht? Moment, Tierarztschulung. Jetzt aber. So, 5 Tage, dann ist das Ganze fertig. Hier wird auch geerntet. Hier wird schon wieder alles neu bestellt. Der Spinat, der kommt einmal neu rein. Der ist nämlich jetzt einmal tot sozusagen. Also die Sträucher sind mehrmals geerntet worden und sind jetzt quasi ready, um wieder angesät zu werden. So, sieht's aus. Dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze mal noch ein bisschen laufen und wir sehen uns gleich beim Tierarzt. So, was ich jetzt aber nochmal mit euch machen möchte, das haben wir nämlich auch komplett außer Acht gelassen bis jetzt. Und zwar würde ich ganz gerne mit euch nochmal ein Feld anlegen. Oh, Moment. Mit euch ganz gerne noch ein Feld anlegen und zwar mit
Bio-Sachen. Da haben wir ja jetzt mittlerweile genügend produziert an Saatgut und genau, die Pitaya. Die Pitaya, die wollen wir einmal 100 und 6,150 und 6,5. Das passt soweit. Super, mit Dünger. Eine Pumpe werden wir hier auch installieren. Maschinell machen wir das Ganze. Und was fehlt? Maschine ist im Einsatz. Achso, Maschine ist im Einsatz. Passt. Gut, jetzt haben wir sozusagen auch noch unser allererstes Biofeld angelegt. Freue ich mich, muss ich echt sagen. Finde ich ganz cool, dass das auch noch geklappt hat. Und im Großen und Ganzen, unsere Räucherei, die läuft, glaube ich. Die Forellen sind noch nicht am Start. Die Karpfen sind noch nicht am Start. Wo klemmt es da bei den Kollegen? Achso, aktuell haben wir natürlich noch folgendes Problem. Und zwar, wir verkaufen die Karpfen aktuell noch automatisch am Markt. Das wollen wir natürlich nicht mehr. Deswegen löschen wir das einmal raus. Perfekt. Und dann passt das auch wieder. So, Leute, wir haben 1,16 Millionen wieder auf dem Konto. Also ich würde sagen, wir haben insgesamt wirklich reichlich erwirtschaftet. Und ich muss ehrlich sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Es war eine echt geile Erfahrung gewesen. Das war übrigens der Winter hier gewesen. Wir haben sehr, sehr gute, also Fabriken verbrennen 9 Millionen. Das ist völlig irre, wie die Fabriken abgehen. Also das ist wirklich verrückt. Und ja, wir sehen auch hier nochmal unsere ganzen Sachen mit den Bodenklassen und so weiter. Wir haben wirklich nur super Felder. Wir haben sogar jetzt noch Bio angepflanzt, auch wenn wir es leider nicht mehr ernten konnten. Unsere Ställe können wir uns einmal angucken. Die laufen auch alle echt super. Die Fischzucht, die geht noch hoch. Die haben wir erst umgestellt. Genau. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, hat das wirklich mega viel Spaß gemacht. Hier, es war mal eine ganz andere Erfahrung. Ich weiß nicht, wie euch diese Art von Videos gefallen. Könnt ihr mir gerne mal ein Däumchen da lassen, beziehungsweise unbedingt mal in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn euch das Ganze in dem Format so gefallen hat. Und schreibt mir gerne Spiele auch in die Kommentare, was ihr gerne mal sehen wollen würdet. Ein Jahr im Farm Manager World haben wir jetzt verbracht. Knapp ein Jahr. Und das ist daraus geworden. Also, ich glaube, wir haben ganz gut reingehasselt, auch wenn wir auf einfach gespielt haben. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis dahin, ciao, ciao, euer Manus.